Hiho und willkommen zurück bei dem Strategiespiel und Siedlerfreunde zu die Siedler 7. Irgendwie sind die mir gerade sehr schnell unterwegs, aber das liegt an den Straßen, merke ich gerade. Ja, gut, wir sind immer noch in der Mission Gefahr an der Küste. Eine sehr lange Mission mit sehr vielen Aufgaben. Wir haben in der letzten Aufnahmesession Admiral, nee, halt Admiral Mutzista steht er vielleicht noch hier irgendwo? Das ist Admiral Mutz, Geisterkapitän, Geisterkapitän, Gouverneur Graubart, genau. Gouverneur Graubart war's. Besiegt. Und jetzt müssen wir den Leuchtturm sichern. Dazu brauchen wir mehr Truppen. Das ist unsere Belagerungsarmee, weil das ein Belagerungsmeister ist hier. Die Armee füllen wir jetzt mit Truppen. Gerade auf. So. Ja, leider können wir die Straßen auf den Brücken nicht ausbauen. Hier wäre doch Fisch. Hey. Aber ja, Nahrung ist kein Problem, denke ich mal. Ja, wir haben echt eine Überproduktion an allem eigentlich. Sollte aber mal drauf achten, habe ich noch überall einen Geologen. Hier habe ich jeweils einen und hier habe ich auch jeweils einen. Gut. Und hier wäre noch ein Eisenvorkommen. Allerdings, wenn man auf unser Eisen guckt, davon haben wir mehr als genug. Ja, bringt Geld, bringt Klamotten und wir sind wirklich verdammt schnell unterwegs auf den besseren Straßen. Jo. Und ich habe hier, glaube ich, alles, was wichtig ist, vernetzt. Ja. So, du bist voll, du noch nicht. Allerdings müssen wir erstmal noch ein bisschen warten. Ja, Bevölkerung sollte auch mehr als ausreichend sein. Können aber mal gucken, ob wir noch irgendwo Gebäude zum Ausbauen haben. Wobei, die sehen alle schon maximal ausgebaut aus. Ja, und geben wir mal ein bisschen mehr Speed. Also das können wir uns langweilen, bis hier die Armee aufgestellt ist. Also es ist toll, wie es noch offene Handelsrouten gibt, aber unser guter Admiral Mutz will sie nicht haben. Und wir wollen sie eigentlich auch nicht unbedingt haben. Weil die meisten bringen uns ehrlich gesagt nichts mehr, die da noch frei sind.
Schnupp. Ja, das war der erste Reiter. Ja, Klamotten werden noch mehr als jede Menge gebraucht. Hierfür brauche ich 8, hierfür brauche ich... Ah ja, da sind die 16 Ringe bereits gelagert. Fehlen hauptsächlich Gold und Kleidung. Aber das Gold kommt hier. Wenn auch eher langsam an. Könnte aber auch mal wieder Gold machen. Weil wir haben ziemlich viel Goldverbrauch. So. Vier Hausierer sollte ich auf jeden Fall übrig haben. Nicht Hausierer, Kaufmänner. Hausierer sind ja die ganz billigen. Ich glaube, ich sage in Zukunft einfach nur noch Händler. So, Soldaten weiter immer mehr. Da geht die erste Fura-Klamotten los. Oder ist es schon die zweite? Ja, ist schon die zweite. Okay. Und ja, wir haben ja auch immer wieder die Chance, dass es passieren kann, dass wir die Klamotten nicht verbrauchen. In dem Fall leider nicht. Was auch interessant ist, ist, wie unterschiedlich die Verteidigungsanlagen so aussehen. Nebenbei, wir könnten mal so frei sein und unserer Hauptstadt auch eine gute Mauer verpassen. Hat zwar jetzt keinen Mehrwert, aber sieht schicker aus. So, der Händler hat die Klamotten wiederbringen können. Der nicht. Okay. Aber wir kriegen wieder mehr Geld rein. Das ist schön. So, jetzt fehlt eigentlich nur das Zeug für die Kanoniere. Ganz ehrlich, wenn wir 15 Klamotten haben, dann heizt man doch mal mit denen los. Wie sieht es eigentlich hier mit der Nahrungsversorgung aus? Der Köhler
Produziert, okay. Ich habe nämlich hier wahrscheinlich immer noch viel zu viel. Eine eurer Befestigungen wurde erfolgreich ausgebaut. Jo, wir haben Schloss ausgebaut. Wir haben noch ein paar andere Türme als die anderen beiden. Ist ja eigentlich auch schick zu sehen, dass die verschiedenen Städte verschiedene Türme haben. Weil er hat so leicht eckige. Ja gut. Admiral Butz hat solche Türme, wie unsere Hafenstadt hat. Und ja, ich könnte hier mal einfach Verpflegung nutzen, damit mehr Fleisch für Wurst hergestellt wird. Ja, zwei Kanoniere fehlen noch hier. Für die zwei Kanoniere fehlen noch hauptsächlich Klamotten und noch ein bisschen Geld. Ich glaube, das kommt jetzt da alles an. Da ist das Geld und da kommen die Klamotten. So, da kümmere ich mich hier mal auch um die Standardbesetzung. Ah, da wird der Ring eingelagert. Gut. So, da warten wir, bis die Kanonen eingetroffen sind. Hier am Versorgungspost können wir nichts machen. An der Schiffswerft auch nicht. Ja, Grenzwächter Hermann ist unser Verbündeter zum Glück. So, das heißt, ihr geht mal hier hin. Ja, eigentlich hatte ich gehofft, dass von hier oben Brot kommen würde. Aber ja, da sind ja noch mehr als genug Fische, merke ich gerade. So, die AW kriegt langsam wieder Truppen.
So ist die Rekrutierung halt sehr goldintensiv, aber macht ja nicht so viel aus. Da marschiert uns unsere Armee.